Es geht los, ne? Ja, ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich war gerade auch am Trinken und ich hatte echt Angst um den Biber. Ja, der Biber ist kurz davor, gezähmt zu werden. So haben wir genau vor einer Woche auch die Abmod gemacht. sackt ein bisschen. In der Woche haben wir tatsächlich irgendwie nicht so unglaublich viel auf die Reihe bekommen. Alex farmt gerade noch mit unserem T-Rex. Jo. Das wird auch funktionieren. Ich habe jetzt hinten nochmal Narkobär nachgelegt für Narkosemittel. Unser Holzproblem wird mit den guten Mann die komplett gelöst sein. Die Bären zu zähmen wollen wir uns jetzt nicht trauen, weil wenn jetzt der Server abgeschaltet wird, haben wir halt ein Problem. Die einzige Alternative wäre quasi, dass wir jetzt gleich sofort hinlaufen. Aber ich glaube, selbst dann wird das halt einfach zu tricky. Dementsprechend werden wir es einfach nicht riskieren, sondern stattdessen uns darauf fixieren. Ja, was unsere Schritte auch danach so ein bisschen sein werden. Weil die Bären, die waren ja quasi immer so unser Midgame-Ding. Wir haben jetzt, können jetzt sogar schon die Satte machen. Das heißt, eigentlich ist die Ausgangslage echt eine gute. Ich ziehe mal wieder mein Leder aus, weil mir sonst einfach zu warm wird. Ich weiß aber jetzt nicht, wie man das deaktiviert, bei ihm den Stein-Sachen, das Sammeln zu tun. Ja, ich glaube, das ist im Endeffekt nicht so wild. Also, auch wenn du da ein bisschen mehr bekommen hättest. Ich meine, allein, dass der levelt, ist halt auch mal worth. Ja, der Biber, ich würde eigentlich hier gerade darauf warten. Gibt es einen Biber-Sattel? Ein Biber-Sattel? Ja. Wer ist denn der? Weiß ich nicht. Castroides. Castroides. Level 61 scheinbar. Ja. Ich glaube, das ist noch eine Ecke weg. Ob ich den noch töten kann? Dann müssen wir mit denen ja so nervig Holz farmen gehen, ne? Habe ich ja echt Bock drauf. Naja. Kriege ich den doch kaputt? Ich weiß es nicht. Was? 29 nur. Okay, den kriege ich nicht tot. Wie, was? Du kriegst. Ich habe gerade einen Dödi angegriffen und der hat sich eingerollt. Oh, benenne deinen Castoridus. Ja, ist fertig. Naga. Naga. So, mein Junge. Jetzt kommst du mal mit. Oh, sweet boy. Level 84. Ich könnte jetzt hier tatsächlich auf rumdrehen und sowas machen, aber du hast auf jeden Fall so schon mal Holz dabei, was uns schon mal weiterhilft. Willkommen zur Familie, ne? Der hier ist der größte Scheißer, das siehst du auch an den Haufen. ja, Jutta ist Level 103, ist quasi die Mama der Haufen. Und Justin, gehst du besser einfach nicht auf die Nerven. Justin ist ein bisschen anders. So, dann bring ich mal das Holz hier wieder rein. In Etappen leider. Zack. 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 Also das läuft wieder. Ich verballer hier die ganze Zeit Munition, ey, sollte ich eigentlich nicht, ne? Du hast einen T-Rex, Alter. Und die Munition ist halt insane teuer. Also ja, wirklich. Ja, ja. Das sind immer zwei Metallbarren plus nochmal viel Scheiße, also. So, ich weiß noch nicht genau, was ich mit den Metallbarren mache. Achso, ja, wir farmen gerade Leder übrigens für die Bärensattel, auch wenn wir jetzt nicht direkt vorhaben, einen Bären zu zähmen. Okay, jetzt warte mal. Ich hab doch hier auf Pfeifen, habe ich doch. So. Mein Ziel angreifen, Y. Dann hauen wir den Rest, würde ich sagen. Ach hier so, rein. Jetzt. Ja, hier liegt jetzt wirklich mal viel Zeug rum. Das ist gut, das ist gut. Ja, jetzt verstehe ich. Hier noch Inventar, ein paar Feuerstein, ein bisschen Zündpulver. Gehen wir nochmal schön viele Narko-Dinger. Das ist gut. Ja. Liegt einfach mal ein Bogen auf dem Boden rum, auch okay. Bogen auf dem Boden, ja, den habe ich weggeschmissen. Ja, habe ich gemerkt, ne? War dir nicht mehr wichtig. Ja, nee, hast du mal hinter die Firma geguckt, ne? Da liegt alles rum. Hat Johnny dir halt zwar gegeben, aber Geschenke sind dir ja nicht wichtig. Und, nö, warum auch? Ja. Da hast du Scheiße gebaut, der sah kacke aus. Okay, warte mal. Jetzt beruhigen sie sich. So, was haben wir hier? Ich nehme einmal Stroh, einmal Fasern, dann nehme ich hier nochmal so ein Holzdeck raus und dann mache ich mir mal wieder. Ich weiß nicht, wie ich diesen fucking T-Rex dazu bringe, dass er mir nicht mehr die Viecher anbeißt. Ich kann es dir auch nicht sagen. Aber ich mache mir jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Steinpfeiler und dann noch ein paar Betäubungspfeiler hinterher. Da sehe ich mich.
dann haben wir trotzdem noch... Ich bin jetzt wieder bei der alten Bärenhöhle quasi. Ja. Ja, wenn du da jetzt was siehst... Lass mal hier stehen, Surprise, bitte. So, die Speere kann ich hier auch mal reinlegen. Ja, sehen tue ich die. Also das sind die vom Anfang wirklich noch die. Da ist ein Triceratops drin? Achso. Ja, ja. Level 20. Level 6. Level 39. Und wo ist der 60er? Der kann einer von denen sein, die da draußen bei uns sind. Ja, also da drin sind auf jeden Fall die Bären immer noch. Also die könnten wir dann tatsächlich dort auch einsperren und weg tun. Ja, das. Ich bringe auch nochmal Holz mit, ne? Wie schätzt du das denn gerade ein? Weil ich habe das Gefühl, dass diese Woche haben wir halt wirklich wenig Fortschritt gemacht, ne? Och, es geht, du. Wir haben unser Wasserbums gebaut, wir haben jetzt den Biber noch gezähmt. Wir haben uns halt eine Folge, mussten wir uns halt durchsterben. Ja. Ups, passiert. Aber ich glaube, wir sind ganz gut vorangekommen. Ja. Okay. Ja, ich bin. Neutral. Ich würde sagen, neutral. Ich lege jetzt einfach nochmal Holz in die Werkbank hier auch, ne? Mhm. Und auch einen im Schrank, damit man überall was findet, ne? No. Soll ja niemand meckern. Da liegt auch noch Holz drin, das ist wunderbar. Unser Bett hast du ja gebaut und hingestellt, ne? Ja, da steht ein Bett. Ein einfaches Kackbett. Und ich glaube, wir sollten dann auch noch, also erstens mal mit dem Dödi Steinfarm gehen, klar. Aber wir können keine Feuersteine abbauen, oder? Mit dem. Nee, das geht mit meinem Kilo. Wirklich? Ja. Bist du da? Da musst Kilo? Du mit meinem Kilo an Steinen. Mein Kilo ist der ein bisschen größer aussieht, ne? Der mit den Stacheln. Ja. Da muss ich ja zu einem normalen Stein gehen dafür. Ja. Weil ich habe halt bei Metall nie was davon gesehen. Dass er das kann. Nee, bei Metall kommt das auch nicht. Das kommt eben. Nur beim normalen Stein. Okay. Oh, hier ist schon wieder ein Pieper. Gott sei Dank hat er so ein hohes Level, ne? Das ist halt echt geil. Aber hier, boah, hier sind jede Menge Pieper. Ne? Ja, ich werde jetzt, glaube ich, einmal ganz kurz einen richtigen krassen Kampf machen hier. Soll ich vorbeikommen? Nö. Ich mach mal das mit dem. Ich pull den mal mit dem. Ah, das kann nicht sein, hier ist kein Metall. Warte mal, krieg ich dich mit meiner Spitzhacke da was raus? So. Nee, mit der Axt? Beides. Nehmen wir das mal ab. So, jetzt kommen hier alle Biber und Rexy macht das. Jawoll, so ist nice. Wann schottet der die eigentlich? Nee, nicht wirklich. Ja, hier ist aber ein normaler Stein. Ja. Endlich habe ich mal einen normalen Stein gefunden, Alter. Das ist ganz einfach. Ja, es klappt. Komm. Oh, nur 30 Feuersteine, Alter. Da brauche ich aber noch ein bisschen mehr. Ja, knapp ein Zehntel Leben verloren. Das ist auf jeden Fall worth. Und wie viele Biber hast du gekillt? 3. Ich hoffe, du hast die Aufnahme auch an, ne? Ja, ja. Weil das hier, ich farm gerade Feuersteine. Das ist wenig spektakulär. Fasern. Leder. Also ich brauche allein schon zum... das ist nicht so effizient irgendwie. Warum? Ich krieg halt kaum Leder hier raus. Ich glaube, ich muss, wenn, dann muss ich runter. Warte mal, wir haben noch 20 Minuten, ja. Pass auf, aber ich gehe runter an den Strand und dann machen wir da die ganzen... Findest du nichts, oder was? Ja, doch, Biber und so weiter, aber irgendwie der Rex, der Leder macht das alles... Nicht viel. Ja, was heißt denn nicht viel? 37. Das ist nicht viel. Ja, weil der T-Rex die ganze Zeit das halt wegmampft und ich weiß nicht, wie das weggeht. Du kannst wieder zu dir schalten. Ich google das jetzt mal schnell. Du kannst wieder zu dir schalten. Das ist auch gut, ja. Ja, ich mache hier gerade ein kleines Metallding hier kaputt. Nein, wisst ihr, wie das ist. Der Metallzufluss soll unendlich sein und ist es auch mittlerweile gefühlt. Also wir haben halt wirklich viel Metall. Ich meine, wir haben beide eine Flinte, beide eine Armbrust, beide noch eine Picke. Ich weiß gar nicht genau, warum ich das mache. Ich wollte eigentlich halt Steine suchen für Feuersteine, aber davon gibt es halt echt weniger hier. Und der soll mir jetzt einfach folgen. Ja, Kristall abbauen wäre natürlich auch noch eine Überlegung. Aber gerade ist halt wirklich so ein bisschen
gefühlt so ein bisschen Stillstand, weil wir halt einfach nicht mehr anfangen können, die Bären in der Folge zu zähmen. Okay, hier wäre noch ein Stein. Aber warte mal, mit der Spitzhacke kriege ich selber auch Feuerstein raus, ne? Ja. Dann mache ich das. Aber das macht der Ankylo besser. Ja. Der Ankylo hat da 5 Sterne und du hast nur 3 Sterne oder so bei der Abbau. Warte mal, wo ist denn der Ankylo hin? Oh, da hinten ist eine Raubkatze. Hohohoho, nee, das ist ein Bär. Jutta. Jutta ist gestankt hier. Och, Jutta. Muss erst wieder Onkel Johnny kommen und dir helfen. Warum farmst du jetzt nebenbei? Oh, ich bin halbtot. Oh, shit. Alex, ich weiß, ich hab ihn nicht gebaut, aber du musst es nicht so verpissen. Brauchst du Hilfe? Bist du tot? Nein. Das ist gut. Kannst du bitte dich nicht mehr so anhören, als würdest du gleich sterben? Ja. Alex? Ja, ich guck gerade, wie mein Leben langsam raufgeht. Okay, ich bin halb tot. Du warst doch gerade schon halb tot. Ja. Du warst noch mehr als halb tot zwischendurch, oder was? Ich hatte vielleicht noch 10 Leben oder so. Cool. Oh wow, okay, das hat nicht. Ich muss mal kurz gucken, wo diese 5-Kommentare sind. Ey, ich weiß nicht, wie das geht. Alle neutral. Greife dieses Ziel angreifen. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, ich habe jetzt richtig viele Steine auch für dich gefarmt, weil du irgendwie meintest, wir brauchen Steine. Wir haben jetzt Steine. Feuersteine gibt es jetzt auch wieder hier en masse. Och nein, und ich habe wieder den Bug, dass meine... Ah, dafür brauche ich auch Steine, okay. Okay, das machen wir nicht. Ein Bär da vorne, ne? Ja. Das ist der 58er Bär. Ja, den sollst du bitte nicht killen, den will ich nicht sehen. Ja. So, gib mir einmal deine Steine. Das war übel dumm von mir. Fick die Henne. Okay, da lege ich jetzt einfach 50 Metall. Okay, ich komm jetzt mal wieder zurück. Das ist alles so Quatsch irgendwie. Ist hier jetzt echt nicht so einfach, alles irgendwie. Das wiegt alles so unglaublich viel, weißt du? Aha. Zack. Also die Metallproduktion ist auf jeden Fall jetzt auf absehbare Zeit erstmal wieder gesichert. Okay. Das ist schon mal sehr schön. Aber Metall wiegt wirklich viel. Also wirklich viel. So, wie viel ist hier drin? Hier habe ich 50 reingelegt. Hier habe ich 50 reingelegt. Hier habe ich 50 reingelegt. Hier legen wir nochmal 50 rein. Fuck. Hier legen wir noch. Was ist los? Der Bär ist auf meinem Weg. Und der T-Rex lässt... Ja, aber nicht der High-Level-Bär, oder? Doch, doch. Och, nee. Den wollte ich reiten. Ja. Ich versuche auch gerade, ihn zu umschiffen, aber... Wie das immer so ist, ne? Man kennt das ja. Ich kenne dich vor allem. Hey. So. 8 Dödi. 35 Dödi. Hier 100 Steine rein. Surprise, nur komm! Da geht doch. Das nochmal. Das ist so schön, wenn so ein Tier auf dich zuläuft. Und es dir völlig egal ist, wenn ein T-Rex hinter dir steht. Nein, nein, nein. Ich meine der T-Rex, wenn der auf dich zuläuft und das deiner ist, das ist so schön. Ja, das ist so angsteinflößend, wenn es ein Feind ist. T-Rex ist halt echt ein geiles Vieh. Ja. So, noch 100 Steine hier rein. Den Castro-Sattel hast du schon, den schon gebaut? Nee, ne? Für den Sattel? Den Biber-Sattel. Nee, hier geht's lang. Komm. Der Biber-Sattel ist irgendwie 100, Level 100 Millionen, Alter. Okay. Da mache ich gar nichts. Gib ich da nochmal Holz drin. Dann... Jetzt hier nicht aufhören mit der Produktion, Alter. Ich habe keine Erlaubnis gegeben, dass ihr hier schon aufhört. Weil schon relativ ist, also hier ist schon jetzt richtig geil was drin. Okay. Ja, das läuft, also die Produktion, die läuft hier wirklich
Einsame Spitze. Ja. Pack mal das ganze Holz gerade in den Biber rein. So, in die ersten beiden kommt jetzt nochmal neues Metall. So, die Holzkohle kommt wieder hier rein. Alter, es ist halt. Es läuft halt einfach wie am Schnürchen, sag ich dir. Okay. Feuersteine sind jetzt wieder aus, aber wir haben auch schon wieder einiges an Zündpulver und so. Ach, hier kann nochmal die Holzkohle da rein. Ja, das ist echt super. So, die Bärensotte, hast du denn jetzt Leder für mich? Ja, nee. Das heißt, du hast dir jetzt einfach ein bisschen Spaß gegönnt. Naja, ein Level haben wir jetzt mit dem T-Rex gemacht. Also das Problem ist halt, da unten pimmeln nur Biber rum und der, wenn der T-Rex... 17 Leder? Hier ist ja wohl hoffentlich noch ein Stack. 37. Hab ich gebracht. Also ich habe hier nur 17 jetzt bei mir drin. Ah, 204 haben wir jetzt. Okay. Nehmen wir nochmal 18. Wofür brauchen wir denn so viel Leder gerade? Für den Bärensattel, den hatte ich mir jetzt hier vorgenommen. 222, ja. Ja, ich geh mal grad gucken, ob ich was finde, ne? Bisschen was Leder. Denn? Ein bisschen Leder. Lederfarm. Okay. Das sind ja, also das Ding ist halt. Yeah. Also es ist halt echt schwierig. Ja. Also ich verstehe auch die Problematik. Vor allem bei einem Bär zum Beispiel, selbst wenn wir den nehmen, davon gibt's ja in der Gegend. Ja, pass auf, nimm mal du den Surprise mit. Ja? Ja. Nee, ich mach das besser so. Ich glaube, wenn ich jetzt hier anfange mit Pfeifen, das wird gerade noch ein. Ich glaube, ich gucke einfach nur mal, was es hier noch gibt, was wir killen können. Unser Plateau ist halt wirklich leer gefegt. Ist ja auch Gutes. Also runterspringen ist, glaube ich, nicht so drin. Nee, dann gucke ich mal, was wir als nächstes Ziel haben. Ja, als nächstes Ziel sind für mich halt immer noch die Bären, ne? Aber. Ja. Davon abgesehen. Die ganzen Chitinpanzer und so. Ja, woher kriegen wir Chitin-Ding? Na, die aus den Skorpionen und so weiter. Okay, was ist, wenn ich jetzt hier so ein... Du hast die doch gelernt. Ja, ich hab die gelernt. Okay. Und hast du noch nicht mal geguckt, ob wir genug Materialien für haben? Doch, wir haben 50. Ich kann zwei Teile davon bauen. Das habe ich irgendwann nochmal erzählt, aber... Okay. So, und die Ödi, meinst du, kann ich alleine nicht killen? Ja. Warum die rollen nicht? Sich ein und dann haben die 80% Widerstand. Da, wo ich... Keine Ahnung, mit der Sniper 196 normal Damage mache, habe ich 29 vorhin gemacht. Okay. Ja, hätte ich vielleicht doch Surprise mitnehmen sollen, wa? Jo. Also wir können auch zusammen rumpimmeln, aber ja. Ja, also ich würde also, jetzt halt die Basis weiterbauen quasi ein bisschen. Ja, dann bau die Basis du weiter. Ja, die Bären zu zähmen ist halt echt machbar. Das Problem ist halt wirklich einfach nur, dass zeitlich jetzt gerade nicht machbar ist, Leute. Das ist halt wirklich das Hauptproblem. Was bist du denn? Oh Gott! Wer bist du? Hier ist ein T-Rex. Echt jetzt? No joke. Wo? T-Rex Level 22 bei den Bären. Der wird die alle ficken. Oh Gott. Der greift den Bären an. Shit. Ich bin zu schwer. Fuck! Ich komm gleich. Was soll ich den T-Rex killen? Okay, weißt du noch, als ich gesagt habe, der wird alle killen? Der T-Rex ist tot. Lol. Er hatte nicht mal den Hauch einer Chance. Kannst du ihn abbauen für Leder und so? Ja, ich bin dabei, aber... welche Waffe ist die beste dafür? Axt. Boah, das ist echt nah an den Bären, weil die haben halt gerade gegroupt, um den zu killen. Okay. Aber ich würde es trotzdem riskieren. Ja, geil. Der gibt richtig gut Leder, Alter. Oh, das ist nochmal ein schönes Highlight hier am Ende der Aufnahmesession jetzt. Geil. Ich habe 180 Leder von dem bekommen. Nice. Alter, wie der zerrippt wurde. Ich will die Bären haben, Alter. Die sind schon ganz gut. Das ist halt komplett lächerlich gewesen. Der kommt so in Level 22 T-Rex und ich denke, bist du ein T-Rex? Oh, du bist ein T-Rex, krass. Glaube ich besser. Und dann kommen die Bären und ficken den aber. Aber sowas von aus dem Leben. Holy shit, also der hatte echt gar keinen Spaß am Leben mehr. Also, obviously, aber holy fuck.
Dass wir einfach ein Level 60 Biber hatten, ist natürlich jetzt auch cool. Ich glaube, wir müssen uns auch noch mehr Betten machen dann. Ach, warte, ich teste mal gerade hier, ob ich so ein Beödi wirklich gar nicht killen kann. Den kriegst du nicht hin. Sag ich dir, wie es ist? Ja, ja, aber du weißt, ich teste sowas auch ganz gerne einfach mal aus. Ja. Die Entscheidung hat uns in dieser Folge beim Biber recht viel gekostet. Ja, der ist tot. Noch Leiter. Ah, nee, der ist nicht tot. Ah. Okay. Da habe ich mal kurz geschissen. Alles klar. Eingeschissen. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Quasi kurz bevor der stirbt, freut er sich so ein, ne? Ja. Yep. Wie low bist du wirklich, Alter? Okay, krass, Alter. Du hast schon ein bisschen recht. Erzähl. Also es klappt, aber es war definitiv zu teuer. Oh, wobei das Leder, was rausgeht, ist ganz nice. Okay, also ich weiß nicht, was da bei dir eben passiert ist, ne? Mhm. Aber scheinbar geben Biber einfach kein Leder. Also ich habe jetzt 250 ja. Leder aus zwei Dinos. So, das ist echt nice. Einer war ein T-Rex, ne? Ist ein bisschen cheaten, aber das hatte ich krass. Also unsere Bären hier vorne, die da unten rumstehen, die ficken halt wirklich alles komplett weg. Ja. Also da wird halt niemals irgendein Dino, der nicht Bär heißt, der aggro ist, überleben. Und das ist auch, glaube ich, ein kleines Problem generell, weil wir wollen ja nicht nur Bären, sondern auch Raptoren oder so. Und ich glaube, die haben nicht mal... Die haben nicht mal close eine Chance, oder? Die guck mal. Sterben. Was? Siehst du was über dir? Über mir? Oh, hier. Ja. Kannst du mit E dran hüpfen? Ah, okay. Oh, cool. Genau. Oh, schön. Gefällt mir. Jo. So, okay, ich mache jetzt den... Ja, für Bären sind wir aber einfach auch noch nicht bereit. Ich glaube, wir brauchen für die Bären auf jeden Fall die Darts. Und die Darts kriegen wir erst noch. Und dann kriegen wir den Sattel auch erst viel, viel später. Warum kann ich denn jetzt hier gerade nicht den Bärensattel in der Werkbank machen? Direbiersattel. Weil du den lernen musst? Ich hab den gelernt. Vielleicht gibt's den. Und vielleicht den kannst du den auch im Inventar machen. Ja, das gucke ich jetzt gerade. Ja. Fasern, Leder, Zement. Okay, nehmen wir mal raus. Ich hab bei Zement. Naga habe ich gerade was anderes gelesen. Uff. Wow, okay. Ja, das ist natürlich ein... Da müssen wir nochmal überlegen, ob wir... Nee. Da bleiben wir dem treu. Okay. So. Achtung, bleib mal in meiner Nähe. Bist du in meiner Nähe? Mhm. Okay, weil dann crafte ich den mal. Da gibt garantiert auch ganz ordentlich XP. Ja, ne? So ein Sattel kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Uff, nice. Der hat wirklich EP gebracht. Jo. Der böllert gut rein. Das kann ich irgendwo weg. Mach mal das bitte nicht so. Ja, stimmt. Du hast recht. Okay. Alter, unsere Bude ist aber auch scheiße geheizt, ey. Leicht heiß ist sie, ne? Ich habe hier ein Rockwell-Rezept für Energiegebräu. Naja. Das ist so wie Stimberries, bloß besser halt quasi. Okay, also für uns relativ egal. Mhm. Okay, was kann ich denn noch bauen? Soll ich uns beide nochmal eine Ersatzpike bauen? Nee. Die geht so langsam kaputt. Die kann man auch zwischendrin dann mal reparieren. Ja, ich meine, wir könnten jetzt halt mit Basisausbau noch weitermachen. Mhm. Das bedeutet, dass wir außenrum quasi Stein jetzt noch rumbauen. Ich würde jetzt gerade schon mal den Enterhaken lernen. Ja. Weil der ist für uns hier tatsächlich noch relevant. Und ich baue einfach mal jetzt um die Basis rum. Ja, mach das, weil dann bleibe ich auch hier drin in der Zeit, weil hier leveln wir halt brutal rein. Also. Ja. Entfernt, Armbrust, Aufsätze, Schusswaffen, Sprengstoff. Wahrscheinlich kann ich das einfach wieder hier machen. Ne? Wie ist das Scheißding nochmal? Also ich muss mir das echt merken. Enterhaken, ja gut, okay, darauf hätte ich tatsächlich kommen können. Enterhaken.
Enterhaken. What the fuck? Enterhaken. Da. Stroh fehlt, okay. Stroh muss auf jeden Fall hier drin sein. Zack. Ja, dann mache ich jetzt mal gerade zwei Enterhaken, ne? Mhm. Oder braucht man dann jedes Mal einen neuen Hit? Ich denke schon, ne? Keine Ahnung. Das ist auch nicht. Aber die kosten halt auch nichts. Ich mach mal ein paar, dann sind wir auf der sicheren Seite. Nee, der ist nur einmal dran. Na gut. Du drohst zu verdursten. Okay, das krieg ich. Aber 8 Stück, brauchst du nicht. Ja, warum baust du gleich so viel, wenn du noch nicht mal weißt, wie sie funktionieren? Weil ich gerade dich gefragt habe, was kostet das? Du meintest, ist egal, dann baue ich's. Und dann sagst du, nee, es ist nur einer. Ist mir egal. Und da habe ich gerade 8. Denke ich mir, ja gut, dann sind es 8. Warte, wo ist mein Wasserglas? Da. Guck. Ich habe einfach keine Lust gehabt, über dein Zeug nachzudenken. Ja, siehst du? Selber am bauen. Da merkst du das Problem. Ja, warum muss ich denn über deine Scheiße nachdenken, Jörg? Weil ich noch nie meinen Enterhaken benutzt habe. Und ich dachte, vielleicht ist jeder Schuss einzeln. Ja, aber du bist doch nicht dumm. Ja, aber das ist ja auch keine dumme These. Das kann man genauso denken. Diese Freitagsfolgen, Alex, ne? Die sind ein Risiko. Ja, es ist dann halt schon so. Immer viel vorgefallen so mit dir, ne? Ach so, so ist das also. I see. So, Level 48. Ich kann jetzt Elektronik lernen, aber da sind wir halt nun wirklich am... Warum kann ich denn Elektronik lernen? Ach so, aber Fabrikator gibt's nicht, okay. Vielleicht Granaten? Öl. Alter, das ist so kacke, mit dem Dödi rumzurollen, wenn man nicht verpursen kann, ey. Jo, das stelle ich mir auch echt anstrengend vor. Soll ich gerade nochmal ein bisschen was von diesen Kreatin-Dingern schon mal bauen? Was meinst du? Es gibt ja quasi diese Kreatin-Rüstung und wir haben ja schon... Kreatin-Rüstung, ja. Ist das in Tierungs? Das ist nicht LOL hier, du. Ja, da gibt's keinen Crit. Das ist halt. Oh. Narkose-Dinger können wir aus dir aber langsam auch mal rausholen, ne? Zack. Und die Mejogern bleiben drin, damit du auch was zu futtern hast. Ja, danke fürs Scheißen. So. Du hast ja richtig Bock. So, also. Ich hatte. Meine größte Sorge war ja quasi, dass wir die Bären haben, aber. Oh, jetzt kann man gar nicht. Oh, das ist nicht installiert hier. Was denn? Bug, der No-Collision-Mod. Oh, das heißt? Ja, ich kann hier nicht ganz an die Wand dran bauen. Ja, gut, ne? Fuck. Da kriegst du schon hin. So, Leute, ja, das war's auch fast mit dieser Woche. Eine Woche, in der wir, glaube ich, ja, wir haben es gesagt, es ist neutral verlaufen. So möchten wir das Ganze einfach in Erinnerung behalten. Wir hatten eine Folge, wo wir nur gestorben sind. Wir haben den Biber verloren. Weil wir den Biber verloren haben, haben wir uns auch dazu entschlossen, nicht nochmal jetzt auf den letzten Drücker den unseren Kollegen Herrn Pates uns ranzuholen. Und das alles ist natürlich mit einem leichten faden Beigeschmack, weil wir dadurch natürlich auch ein bisschen Tempo verlieren. Allerdings sind wir halt wirklich ready, nächste Woche Akrotiere zu hören. Also wir haben alle Nutztiere, die wir uns am Anfang vorgenommen hatten, die wir haben wollten, haben wir. Wir haben eine extremst gute Metallproduktion über jetzt lange, lange Zeit gehabt. Wir sind ziemlich hohes Level. Wenn ich mal gucke, also wir haben hier noch... Also wir haben hier locker noch 300 Metall drin. Eher 400. Oh, wobei hier könnte ich mal das Feuer entzünden. Also da ist auf jeden Fall noch einiges drin. Wir haben unfassbar viel Munition. Und ich werde da gerade noch mal ein bisschen was nachlegen sogar. Shit, Alter. Kann. Also das ist halt echt ein Statement, was wir hier gesetzt haben von der Seite aus. Natürlich kann ich mich nicht mehr bewegen. Komm, Schrank. Nein, wirklich. Das ist zum Heulen. So. Was ist los? Komm mal gerade nach draußen. Ja, ich komme sofort. Ich muss vielleicht gerade noch... Du kommst ja aus dem Grinsen gar nicht raus, Alter. Ich komme. Oh, what the hell, Alter.
Weißt du, dass die hier nicht den Schwachpunkt hier reinkommen quasi? Ja, du darfst nicht da dran rennen. Das habe ich jetzt auch gemerkt. So, und hier wäre dann quasi der Eingang. Und dann sperre ich die andere Seite auch noch mit einem... Alter, was ist das für ein fettes Vieh? Ja, I see your plan. Stange, ne? Ja, das sieht schon gut aus. Damit können wir übrigens auch Bären. Die beißen sich daran auch fest. Ja. Also die Sperrbarrikaden sind im PvP wohl auch üblich, dass man immer eine dabei hat, die man dann sofort hinter sich setzt. Was natürlich auch noch eine Option für uns ist. Mhm. Hey, haben wir kein Holz mehr? Das ist alles schon wieder RIP? Also, ich sag mal so, 400 Metall mussten halt auch irgendwie hergestellt werden, ne? Uff. Also, du kannst auch Zündpulver verbrennen, ne? Ich meine, solange wir noch aber wir haben jetzt Holzkohle haben. Ich weiß nicht, wie viele Holzkohle wir jetzt haben, aber... Holzkohle? Ja. Meinst du, warum Holzkohle? Weil du hier Holz verbrennst und das ist furchtbar ineffektiv. Und Holzkohle ist ja nur für unser Schießpulver wichtig. Ja. Das heißt, ich soll die Holzkohle drin lassen und Zündpulver dazu tun, oder was? Nein, du sollst nicht mit Holz verbrennen, sondern mit Zündpulver. Zündpulver funktioniert wie Holz in Öfen. Ah, okay. Ja, das ist ein guter Tipp. Das sage ich dir jetzt schon zum 26. Mal. Ja, manchmal... Nein, was? Was hast du getan? Alter, dieses Bugspiel. Ich habe die fucking Foundation hier außen angesetzt. Auf einmal glitscht sie hier hinten hin und ersetzt eine andere, ey. Okay, du hast geschrien, als hättest du unsere Base abgerissen, Alter. Ja, es hat sich auch so angefühlt. Mann. Sind fast durch. Ah ja. Na klar, der Hand of Blood, der zählt noch weiter. Vielleicht hätten wir auch durchziehen sollen, man weiß es nicht, ne? Aber wir sind ja... Gentleman Agreements schreiben wir ja groß. Ja. Wir schreiben das groß! In Druckschrift. Was? Ja. So. Ja, wir haben wirklich gar kein Holz mehr, ne? Ich kann nicht mal mehr noch eine Schrotflinte bauen. Aber Schrotflinte wird auf jeden Fall auch noch ein großer Spaß. Ne, die Kugeln hier... Die einfachen Kugeln sind halt leichter zu machen. Und die werden wir dann natürlich auch noch nutzen. So, ich habe jetzt unsere Basis so weit erweitert, wie es geht. Ja. Geht nicht, weil wir den Collision-Mod ja haben. Ja. Okay, wir werden doch wahrscheinlich jetzt eh nur noch in die Höhe bauen, oder? Ja, hätte ich gesagt. Wobei, wenn du unten halt dann was wegsprengst, dann fällt oben alles zusammen, weißt du? Okay. Ja, müssen wir noch überlegen, wie wir das machen. Trotzdem würde ich sagen, ich weiß, wie es bei dir ist, aber ich habe 44 Betäubungspfeile, ich habe 16 Narkosemittel, ich habe sehr viel rohes Fleisch dabei und wenn wir nächste Woche anfangen, dann gehen wir akrozähmen, Alter. Dann wird hier richtig schön reingezähmt. Verdorbenes Fleisch wie sonst was. Diese Sperrbarrikade würde ich halt auch super gerne lernen. Am besten allerdings, gibt es sie auch aus Stein? Was? Die Barrikade, die gibt es auch aus Holz, aber dann erst wieder Metall. Ah, Metall. Ja, okay, dann würde ich die... Wahrscheinlich nehmen wir beide einfach eine Metallbarrikade mit. Mhm. Diese unglaublich scharfen Metallspitzen sind für jeden gefährlich, wenn sie anfasst. Das Problem ist halt nur, die verrecken dann wahrscheinlich, ne? Ja, also das ist schon zum Töten gedacht, nicht zum Zähmen. Ja, aber ja, das stimmt. Aber trotzdem sollte man wahrscheinlich eine davon immer dabei haben, um den Zweifel dann einfach hinter sich placen zu können. Ich glaube, das macht echt Sinn. So ein Metall, den kann ich uns ja jetzt gerade auch noch fix für beide einmal machen. Hoffentlich wiegen die nicht so super viel. Aber wahrscheinlich wiegen die super viel, ne? Mhm. Aber ich glaube, auch vier, das geht ja voll klar. Okay, also jeder nimmt dann einfach mal zwei mit, dann sind wir da nämlich auch nochmal safe. Das ist echt eine gute Idee gewesen. Das ist schön, da freue ich mich. Und ansonsten haben wir hier oben halt jetzt bald die zweite Etage. Ich weiß allerdings auch gar nicht, was wir noch großartig in der Base bauen müssen. Oh. Ich würd halt mehr Betten noch machen. Weil jedes Bett einen eigenen Cooldown hat? Ja.
Ja, und müssen wir sonst, also dadurch, dass es keinen Fabrikator gibt, sind wir ja quasi, was die Industrieseite angeht, jetzt durch, oder? Ja, ja. Also das wird auch so ungefähr jetzt mein Inventar bleiben, Leute. Ich habe meine Flinte, da kommt wahrscheinlich nochmal eine Schrotflinte dazu für den Nahkampf. Ja, die kommt auf jeden Fall noch dazu. Ich habe jetzt nur gerade kein Holz und die... Aber dass Max gerade noch so lange braucht, ist echt ein kleiner Täter. Weil dann hätten wir halt echt nochmal gekonnt, ne? Ja. Ich mache mal einen. Ja, mehr Holz. Das ist ja echt... Ja, wie machen wir das mit dem Biber? Du musst den mitnehmen, ne? Ja, was ist denn mit dem Sattel eigentlich? Der gibt's erst ab 70 oder so. Echt jetzt? Ja, ist ein High-Level-Sattel. Also ich guck grad nochmal. Wie heißt das Ding? K... Biber. Ach nee. Nee, der hieß doch nicht Biber. Asteroides. Krass. 61. Ja. Also da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen hin. Warte mal, du bist jetzt 48, ich bin 44. Da brauchen wir auf jeden Fall noch. Jo. Ich hab noch mal ein paar Metallbahnen raus. Ja, also Holz ist jetzt wirklich ein Problem, weil wir halt Basis. Aber du kannst machen. Den ja quasi einfach davor stellen. Vor das Holz. Und den dann sagen, Alter, ne? Beweg dich. Ja, auf Wandern stellen. Man muss halt daneben bleiben für die Zeit, aber das ist ja jetzt auch machbar, ne? Ja. Ich probiere das mal gerade. Oh. So, die Schrotflinte baut. Nein, die baut ja echt langsam. Munition für die Schrotflinte, brauchen wir wieder Schießpulver. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Der rennt einfach nur rum. Also so richtig nur rum, oder? Glaubst du, dass das auf Dauer was wird? Der geht halt einfach nur rum und beißt keinen Baum oder sowas. Vielleicht sammelt der, ist das einfach nur schlecht animiert und das sammelt doch. Weißt du? Das würde natürlich auch noch gehen. Nee, hat nichts im Inventar. Vielleicht dauert es einfach länger. Vielleicht sind wir zu ungeduldig. Der kleine Biber, der braucht erstmal ein bisschen, weißt du? Der für uns arbeitet, der steht halt schon unter Druck, ne? Das merke ich ja selber jeden Tag. Jeder Tag, jede Aufnahme mit Adex ist ein großes Vergnügen, hey. Aber auch eine seelische und psychische Belastung. Sagt der Richtige, ey. Uff. Ja, ich glaube auch, dass du da noch ein bisschen mehr leiden musst als ich. Okay. Bin gleich fertig. Die kleinen Trolle, ey. Ach, ich bin manchmal auch ein Troll. Manchmal? Was? Ja. Nee. Alter, du kommst hier immer mit deiner Fackel rein, ne? Und auf einmal... Yeah. Leuchte ich dir heim, du. Ja, ich bin jetzt Level 50. Boah, Alter, what the fuck? Was hast du gemacht? Ich hab die Schrotflinte gebaut, die scheint irgendwie komplett insane zu sein. Okay. Vielleicht baue ich noch 10 davon, Alter. Das ist ja komplett dumm. Ja, wir haben jetzt nur leider keine Schrotflintenmunition, weil wir keine Feuersteine mehr haben. Aber nö, weil wir haben ja scheinbar noch ewig Zeit. Dann gehe ich nochmal reiten hier. Ja, aber Feuersteine macht er hier, ne? Dödi. Ankylo, nicht Dödi. Da, Alter, ich muss ja erstmal rückwärts, weil du den so nah an die Stacheln geparkt hast hier. Alter! Und rückwärts kann er nicht sprinten. Mann. Ah, Johnny hat Probleme. Oh, er ist Level 100, er wird das überleben. Alter, er ist wirklich halt ein echt hohes Level, ne? Was mache ich jetzt damit? Ja, könntest du bewegen? Nee? Hast du keine Lust? Okay, ja gut, dann. Da nicht, ne? Ich wollte dich gar nicht stressen. Scheiß Dino! Was machst du mit dem? Ey, der soll mir jetzt so hinterherlaufen, das. Oh Gott. Was macht er denn? Hier laufen. Ja, aber hier rum bitte. Der ist halt nicht schnell. Ja, ja, aber nicht runterfallen jetzt, das wäre... Oh, hier waren doch noch Steine. Hast du die Steine hier abgebaut? Ah, so, na gut. Ja, endlich.
Ja, da haben wir einfach mal 10 Minuten überzogen. Holy shit. Und wir hätten unseren Bernhard doch zähmen können, ne? Ja, kleiner Täter. Vielleicht. Aber machst du nichts. Gentleman Agreement. Vielleicht wussten wir es einfach nicht. Wenn wir nicht die Erfahrung mit dem Biber gemacht hätten, hätten wir es vielleicht auch nicht gewusst. So wissen wir, ey, die brauchen ein bisschen länger. Wir werden in der nächsten Folge, die nächste Aufnahmesession steht dann unter dem Ding, unter dem größeren Ziel Kriegsvorbereitung, würde ich sagen. Ja. Bären zähmen. Vielleicht auch eine Wildkatze zählen, müssen wir mal gucken. Den einen Sattel haben wir jetzt schon mal, die Schrotflintenmuni werde ich dann auch schnell machen und dann sind wir halt wirklich ready. Und wenn uns jemand über den Weg läuft, glaube ich, können wir den gerade einfach nur komplett zerstören. Dementsprechend, es war mir ein Fest, lieber Alex. Guckt auch bei ihm vorbei. Vielen Dank auch an dich. Ja, gerne. Ne? Also, ich muss sagen, auch wenn es natürlich eine seelische und psychische Belastung ist, ist es doch immer ein absolutes Fest und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss und bis bald. Bis dahin.